Alter, Ole, you made my day. Vielen, vielen Dank. So geil. Aber bitte sag dein Spätzl, dass man keine im Plastik abpackte Äpfel kauft. Danke. Ja, zum Held der Woche war für mich ein schöner Held, ja. Hat auch meine jungen Jahre als Erwachsener begleitet. Ich habe die Geschichte sehr nachfühlen können. Oliver, die du erzählt hast, so von ersten Mal über ihn gehört zu haben im Nusini, dann Auftritt im Zappei und so. Mir ist es ein bisschen ähnlich gegangen. Ich habe in Linz studiert und das ist ja Heimstätte vom Fred. Mir ist er zum ersten Mal untergekommen bei einem Studentenfestel, wo ich nur so halb irgendwie den Act mitgekriegt habe. Aber dann der nächste Gig war dann in Linz in der Stadtwerkstatt. Der war großartig, hat auch mich schwer beeindruckt. Und ich habe Backstage mit Austrofred eine Leberkässemmel gegessen, was mir auch in Erinnerung geblieben ist. Ja. Alles in allem, Jungs, ein sehr runder Podcast. Gut abgestimmt, gibt's wenig zu bekritteln. Macht's weiter so. Und ich hoffe, ihr habt es bemerkt, ich habe diesmal in meinem Feedback kein einziges Mal finde ich gut verwendet, weil mir die kleine Spitze natürlich nicht entgangen ist. In diesem Sinne, Servus!